Sehr schön. Aber so langsam hier unser La das Lager ist voll, das Lager ist nahezu voll. Ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass wir ein klein wenig umstrukturieren. Wir bewegen mal erneut die Werkbank. Die können wir hier nicht hinbewegen. Okay. Dann würde ich sagen, wir bewegen die. Ah, wir könnten sie so hinstellen und die hier, den Wasserreiniger, können wir hier hinstellen. Dann haben wir hier Platz für noch ein Lager, was ich da gleich dann hinschnöpeln werde. Und das Lager hier hinten ist gebaut und für dieses Lager, was ist da jetzt drin? Da ist ein. Wir lassen das mal langsam weiterlaufen. In diesem Lager hätte ich gerne folgende Regeln. Ich möchte alles an Infusionszeug hierher bringen und alles an medizinischem Zeug und dann alle auswählen bis auf das und das und das soll bitte verboten und entleeren. Dann haben wir hier hinten ein kleines Lager, wo nur der Medizinkram drin ist und dann bauen wir das hier aus zu unserer Krankenstation. Und was ist hier hinten los? Schlechte Umgebung, Temperatur. Oh, im Cockpit wird's kalt. Wie es aussieht. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier hinten ins Cockpit eine Wandheizung mal hin. Dann heizt das den Bereich hier mit. Wandheizung kostet Gott sei Dank keinen Tech-Block. Das heißt, irgendwer muss eventuell auf dem Boden schlafen. Ja, irgendwer schläft hier. Ja. Tut mir leid. Armekuni. Nee, Zioge hat auf dem Boden geschlafen. Oder schläft immer noch auf dem Boden. Und jetzt Pjörn. Oh Mann. Ja, hier hinten, das Schlafzimmer ist zu kalt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Auf Heizung muss man auch echt achten. So, und das Piratenschiff ist jetzt endgültig. Oh, da ist noch eins gekommen. Das hier ist gerade neu eingerichtet. Die Levidian Cry. Da telefonieren wir auch mal hin. So, Handelsföderation. Ach Mensch, dann treiben wir doch mal Handel. Die haben gar nicht so viel Geld. Sie haben ein bisschen Energium. Da würde ich einen kaufen, weil wir sind runter auf 9. Ansonsten nichts Spannendes, was ich haben will. Was könnte ich denn mal? Wir haben einen Sklavenhalsband. Ich könnte die Energiezellen, weil bald haben wir die Fähigkeit, Energiezellen selber herzustellen und im Moment haben wir noch nichts, was Energiezellen verbraucht. Dann nehme ich Ihnen wenigstens ein bisschen was von Ihrem Geld ab, habe ein Energium mehr. Ja. Keine Werkzeuganlage. Ja, die Werkzeuganlage wird auch bald wieder aufgebaut. Hohe Baupriorität. So, und da hinten haben wir jetzt eine Heizung und der Bereich da hinten ist jetzt auch wieder geheizt und nicht mehr zu kalt. Sehr gut. Und jetzt haben wir wieder eine Werkzeugstation. Gott sei Dank. So, und wir haben hier vorne stapelt sich immer noch der Schrott. Das ist so unglaublich. Wir könnten eventuell, wie viele Hüllenblöcke haben wir? Wir könnten hier hinten auch mal ein Lager machen mit entsprechendem Schrott. Wäre vielleicht mal eine Idee. Aber ja, wir halten uns gerade sehr, sehr lange damit auf, hier dieses Schiff auszuräubern, wo leider keine Personen drin waren. Wie sieht es denn mit unserer Forschung aus? Ich glaube, die Forschung
Ja, okay. Chemische Raffinerie. Dann kommt Industrie. Das geht relativ zügig, hoffe ich. Und dann sind wir auf einem guten Weg für den Zusammenfüger. Ja, Aaron Cooney ist jetzt gefährlich. Und ein Schlückchen Wasser von Zioge. Prost. Oh, wir haben ein eintreffendes Schiff. Militärallianz wieder. Ich dachte, die Piraten kommen nochmal. Oh, wir haben. Oh, ich muss hier einen Job machen. Falls wir weniger als 20 Wasser haben, macht mal bitte Wasser. Und jetzt haben wir kein Wasserproblem mehr. Okay, wir haben wieder 8, aber ja. Ah, The White Rabbit ist zurückgekommen. Mit denen haben wir eben schon Handel getrieben. Und die chemische Raffinerie ist abgeschlossen. Sehr gut. Von der chemischen Raffinerie, da bauen wir jetzt eine. Oh, 3 Tech-Blöcke. Hölle. Und die setzen wir. Oh, setzen wir die daneben oder setzen wir die hier hinten hin? Ich würde sagen, wir setzen sie hier hinten hin. Und ich guck mal, können wir. Ja, wir haben noch jede Menge Platz. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir erweitern mal hier hinten unseren Raum ein klein bisschen. So. Den Raum, in dem wir arbeiten. Und eigentlich. Ja, eigentlich würde ich jetzt hier das noch nicht bauen, sondern erst den Raum erweitern. Weil ich hier gerne ein Lager hinsetzen würde. Glaube ich. Ja. Genau. Wir bauen mal den Recycler ein bisschen um. Den bewegen wir mal. Den bewegen wir mal hier hinten hin. Und wir bauen Ressourcen, wir bauen die chemische Anlage mit einem Abstand, damit man dazwischen durchgehen kann, da hinten hin. Und wir müssen wahrscheinlich Strom. Ja, Strom muss irgendwie hier so hin, damit wir hier auch Licht machen können. Und dann baue ich hier ein Lager hin. Lagerung, und zwar ein großes, direkt zum Eingang. Und da drin kann ich dann Schrott und so weiter lagern. So, und dann verbinden wir das noch. So, das ist schon gebaut. Cool. Dann machen wir erstmal alles auswählen. Und bitte nichts drin lagern. Auswahl aufheben. Und ich möchte hier in diesem Lager, möchte ich. Was möchte ich denn haben? Ich möchte Höhlenschrott hierher bringen. Ich möchte Energieschrott hierher bringen. Tech-Schrott und Infraschrott möchte ich hierher bringen. Ich möchte den Chemierohstoff hierher gebracht wissen. Und diese Rohstoffe hier. Die Rohstoffe, die wir brauchen, um hier drin Zeug zu machen. Und auch die. Diese Teile, Mikro-Dinger und Stahlplatten möchte ich erstmal hier haben. So, jetzt wird das da alles reingeräumt. Und jetzt können wir hier neue Jobs vergeben. Energieschrott haben wir ein paar. Oh Mann. Techschrott. Oh Gott. Oh. Abgeworben. Yeah. Jawoll. Gefangene abgeworben. Das heißt,
Es wird wieder Zeit für den Zufallsgenerator. Ach, wie schön. So, und wir haben das Schiff ein bisschen umstrukturiert. Achso, da hinten wollte ich auch noch Lagerung hinsetzen. Hier. Hier wollte ich noch eine Lagerung. Wollte ich die so oder... Nee, so kommt man noch dran vorbei. An allen Bereichen, ja. So kommt man super überall vorbei. So mag ich das. Dann haben wir hier noch ein Lager, weil unser Lager quillt langsam aus allen Nähten. Das, hier mit den Leichen wird es auch nicht schöner, die hier rumliegen. So. Dann Bär. Ja, Waffe 1, aber Fertigung, Botanik ist total super. Gefällt mir. Und dann schmeiße ich mal den... Oh, fehlt da nicht ein Stück Wand hinter dem Schrottlager? Ja, da fehlt ein Stück Wand hinter dem Schrottlager. Dankeschön. Da fehlt ein Stück Wand. Gutes Auge. Danke, Chommy. Und... Da haben wir Licht. Ich hätte hier... Hier habe ich schon Bodenlicht installiert. Ich glaube, ich möchte hier auch noch ein Licht haben. Damit das ein bisschen heller da drin ist. Okay. Und die Schiffe sind beide abgegrast. Das ist hervorragend. Jetzt lassen wir die Leute erstmal noch ein bisschen weiterarbeiten, während ich meinen Zufallsgenerator anschmeiße. Ich muss jetzt noch Armacuni da rausnehmen. Ich habe das nicht toll automatisiert. In der Liste sind immer die Leute noch drin, die ich schon habe. Also, das muss ich mal gerade... bisschen sortieren. So, Armacuni. Und die hätte ich gerne löschen. Jawohl. Ich stehe da selber mit drin. So. Ich habe längst nicht alle erwischt, so wie es aussieht. Fürchtig steht da auch noch mit in der Liste. Mein Gott. Okay, dann wird gewürfelt. Haha. Und es ist geworden Matthew. Matthew, bist du da? Hab ich ein paar Mal im Chat gesehen, aber nicht so oft. Aber erstmal herzlich willkommen. Du gehörst jetzt zur Crew. Matthew. Und auch Wünsche abgeben, was die Farbgestaltung angeht. Matthew hat... Eins, das müssen wir uns merken. Leider wird hier oben alphabetisch sortiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ach! Horsti! Horsti, du hast es vorher gesehen. Wand auch wieder zumachen. Sorry, Horsti. So, ist das Ding... Das Ding ist gebaut. So, erstmal machen wir jetzt... Bauen wir Chemikalien. Und ich glaube, ich sollte hier in dieses Ding auch Chemikalien sagen, die sollen da gelagert werden. Und hier möchte ich jetzt erstmal... Mach mal 10 Chemikalien. Noch haben wir keine Verwendung dafür, aber Chemikalien kann man auch ganz gut verkaufen. So, das ist alles fertig gebaut. Wir haben jetzt 7 Crewmitglieder. Na,
Das ist doch mal was Erfreuliches, würde ich mal sagen. So, ich kann nochmal hier aus der Liste direkt löschen und okay, dann würde ich mal sagen, bereit zum Springen. Wir haben das System ausgeräubert. Ja, ich glaube, nach Größe des ASCII-Codes des Anfangsbuchstaben wird sortiert. Du hast recht. So. Du hast recht, Horsti. So, zwei Schiffe. Eins davon war ein Piratenschiff. Okay, und wir wollen ohne Stasis-Kammern in das nächste System springen. Die werden dann etwas krank. Wurde mir geflüstert. Wie viele Sprünge haben wir? Oh, wir sind überladen. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Oder was heißt überladen? Unsere Antriebe sind nicht sehr sonderlich effizient. Ja, 3000 von 1600. Wie teuer ist ein Antrieb? Ein Tech-Block. Ja. Müssen wir machen. Ich habe in weiser Voraussicht hier hinten Platz gelassen, ne? Ich fürchte aber, wir müssen hier noch ein bisschen ich werde auf kurz oder lang Platz brauchen. Das heißt, hier werde ich jetzt mal erweitern. Wir haben 24 Höhlenblöcke. Dann bleiben wir kurz da. Nee, das macht keinen Sinn. Warte mal. Achso, jetzt bauen die schon. Jetzt bauen die schon die Erweiterung. Ja. Doch, es macht Sinn, die Erweiterung zu bauen. Und dann können wir die Wand auch schließen wieder. Wir könnten überlegen, eine Druckschleuse einzubauen. Nee, Raumanzug spinnt nicht. Bei Wänden war das, genau. Wir könnten hier noch eine Druckschleuse hinbauen. Achso, Bau hier nicht möglich. Ja. Erstmal zwei Wände und dann baue ich da nachher noch eine Druckschleuse hin. Dass wir zwei Eingänge haben hier rein. Das könnte ganz praktisch sein. Achso, jetzt sind alle erstmal wieder mit Schlafen beschäftigt. Okay, jetzt sind unsere 7 Betten hier oben aber auch voll ausgereizt. Jetzt haben wir nur noch die frei in der... Okay, dann würde ich mal sagen, bewegen wir das Lämpchen mal nach da. Und ich baue hier noch ein Bett hin. So, und da unten möchte ich noch eine Schleuse hin haben. Und ich möchte hier noch ein Lämpchen hinhaben. Und ich brauche Strom. Wahrscheinlich macht es so Sinn. Nee. So macht es eher Sinn. Ein Schiff kommt. Okay. Systeme und dann bauen wir hier einen Motor noch hin. Und dann können wir hier hinten vielleicht nochmal Solarzellen hinklatschen. Die kosten auch Tech-Blöcke, ne? Aber so ist das jetzt. Strom. Zwei Tech-Blöcke kosten die. Puh. Aber
brauchen wir. Okay, hier haben wir jetzt auch gerade wenig Sonnenstrahlung. Und unser Energium ist bangig niedrig. Und wir haben ein Schiff, vielleicht haben die Energium. Lasst uns Handel treiben. Die haben Energium 1. Haben die noch was, was wir haben wollen? Die haben keine Techblöcke. Natürlich haben wir keine Techblöcke. Wir können ein bisschen Essen verkaufen. Zubereitete Sachen und einmal Gemüse. Sklavenhalsband möchte ich eigentlich nicht haben. Würden sie uns auch abkaufen. Das ist gut. Und ja, dann nehmen wir das so. So, keine Kopplung zum Stromnetz. Das werden wir jetzt ändern. Einmal nach da und einmal nach da. Und wenn die Solarzelle gebaut ist, dann wird die an die Dinger da angeschlossen. Warte, stopp, 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 stopp. Die brauchen... Kann ich die nicht... Fehlende Ressource, ein... Mist. Da müssen wir einen davon demontieren. Einen von den Stromspeichern müssen wir demontieren. Gefangene abgeworben. Sehr gut. Die Nachrichten kann ich mal wegklicken. Dann bauen wir hier hinten noch eine Solarzelle und dann können wir wieder springen. Wir können jetzt eigentlich schon wieder springen. Fällt mir auf. Zack. Und jetzt können wir auch ein paar mehr Sprünge machen. 17, um genau zu sein. Da ist Energium. Ja. Okay, waren nicht wirklich viele Sprünge. Oh, ganz wundervoll. Und alles Ressourcen, die wir brauchen können. So, als erstes, bevor irgendwas passiert, das hier. Energium, wie viel ist es? 11. Immerhin. Und jetzt brauche ich eine neue. Also, Zioge hat Waffen 3. Messiu hat 1. Fürchtnix hat 3. Ermekuni hat 3. Pion hat 2. Und Horsti hat 3. Also, Horsti, Ermekuni, Messiu und Zioge sind unser Away-Team. Ja, unsere Stromversorgung ist echt shit. Gerade. Oh, das ist eine Station. Okay. Dann bitte einmal anlegen. Und wir gucken mal. Haben wir hier vielleicht noch mehr Leute? Oder... fiese Aliens oder beides. Okay. Das sieht doch schon gut aus. Na, wo bist du? Oh, da sind mehrere. Ach, und sie kommen nicht weg. Da ist ein Loch im Fußboden. Hallo. Yeah. Und hier haben wir Dokumente liegen. Gehen wir doch mal hier rein und nehmen uns die. Neues Datenlog. Okay.
Da hinten habe ich doch noch einen gesehen. Okay, super. Sauerstoff sieht noch gut aus. Da ist noch einer. Oh, Matthew hat noch keine Waffe. Matthew hat einfach mal draufgeboxt. Wir haben gar nicht so viele Waffen. Hups. Alles klar. Direktbefehl weg. Direktbefehl weg. Das hier würde ich gerne alles mitnehmen. Man kann das ja alles brauchen. Und auf jeden Fall die Chemierohstoffe. Wie sieht es denn mit Metallen aus? 32. Ja, komm. Wir sammeln das jetzt alles ein.